willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich bin euer Bruder William. Heute haben wir ein neues Thema, aber bevor ich das gebe, möchte ich gern kurz beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort aussprechen, weitergeben dürfen, Herr. Danke für alles, was du tust, mein Gott. Ich bete, dass die Leute berührt werden durch dein Wort. Wir sagen zurück zum Wort, zurück zu Jesus. Amen. Also, liebe Geschwister, nehmen wir unsere Bibel heute. Wir lesen im Galaterbrief in Kapitel 1. Nicht vergessen, ich habe E-Mails bekommen, also von Leuten, die ermutigt wurden und einige, die auch dagegen sind. Aber das ist ganz normal. Sogar Jesus, als Jesus das Wort gepredigt hatte, gab es Leute, die nicht mit ihm einverstanden waren. Aber was sollen wir denn tun? Sollen wir also aufgeben? Sollen wir nicht mehr das Wort Gottes also weitergeben, weil einige Leute das also anders sehen oder finden? Schickt einfach eure E-Mail weiter. Es ist okay. Es ist kein Problem. Wir werden uns also unterhalten. Und ich danke Gott also für alles, was der Herr tut. Wie gesagt, es ist mir egal, ob ich grammatische Fehler mache und. Das Wichtigste ist einfach, dass das Wort Gottes ausgesprochen wird und dass die Leute durch Wort Gottes geändert werden. Amen. Also lesen wir in Galaterbrief Kapitel 1, Abvers 6. Paulus schreibt hier: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Also Paulus hatte die Leute in Galata hier gewarnt, dass es Leute gibt, die predigen ein anderes Evangelium. Liebe Geschwister, das ist genau, was wir heutzutage erleben. Ich frage mich überhaupt, also, ob viele Leute Christ sind. Weil heutzutage, da kann man also ein Christ werden, indem man nur so ein Dokument unterschreibt. Man unterschreibt ein Dokument und dann bekennt man sich also als Christ. Ist das, was das Evangelium sagt? Viele Leute gehen also in Kirchen und die Kirchen sind heutzutage sowas wie Clubs. Die werden also Mitglieder von dieser Kirchen und bekennen sich also als sogenannte Christ. Die Frage ist, haben sie sich also überhaupt bekehrt? Haben sie Buße getan? Weil heutzutage wird also ein Evangelium gepredigt, wie Paulus also hier sagte, es gibt Leute, die predigen also ein anderes Evangelium. Und dieses Evangelium verwirrt die Leute. Es verwirrt die Leute. Zum Beispiel, komm zu Jesus und dann wirst du also ein Haus kriegen. Komm zu Jesus, dann wirst du heiraten. Komm zu Jesus, dann wirst du reich. Komm zu Jesus und. Aber das Wichtigste, also das Evangelium, das wird einfach nicht gepredigt und man vergisst es. Komm zu Jesus und er wird dein Herz ändern, er wird deine Sünde wegnehmen. Die Leute wollen nicht mehr so über die Sünde predigen. Die Sünde, oh, wenn man also die Sünde anfasst, na, da ist man also altmodisch, also das ist nicht mehr, was man heutzutage hören will. Das ist genau dieses andere Evangelium, was Paulus also hier sagte. Die Leute predigen was anderes. Und am Sonntag gehen die Leute in die Kirche und die sind da drin, sitzen da und genau um diese Zeit, genau am Sonntag sind sie alle so fromm, so schön, so erstmal schön gekleidet und man hat also diese Leute gesagt, dass Sonntag der Tag Gottes ist.
Genau am Sonntag, nur am Sonntag gehen sie also in die Kirche und da am Sonntag sind sie so fromm, so cool, so ruhig. Oh, man hat das Gefühl, die können nicht mal so eine Fliege töten, weil sie so fromm sind, so, so heilig. Aber nach diesem sogenannten Gottesdienst sind sie also andere Leute, andere Menschen. Man sieht also, was sie im Fernsehen gucken, was sie, wie sie reden, wie sie mit den Leuten da draußen umgehen, wie, das Schlimmste noch, wie sie sich kleiden und so weiter. Aber das Evangelium, das Evangelium Jesu Christi verändert die Menschen. Es verändert innerlich. Weil heute wird ein anderes Evangelium gepredigt, dass die Menschen zu einer bestimmten, dass die Menschen Mitglieder von irgendwelchen Versammlungen werden. Aber man vergisst, dass wir die Menschen zu Jesus Christus bringen müssen. Halleluja! Das Evangelium geht nur um Jesus Christus. Jesus Christus, der für uns, für unsere Sünde gestorben ist. Am Kreuz ist er für uns gestorben. Er ist in den Tod gegangen und ist also als Sieger zurückgekommen, damit wir gerettet werden, damit wir ewiges Leben bekommen. Aber nein, es wird ein anderes Evangelium also heutzutage gepredigt. Geld, also Reichtum und was noch? Das Schlimmste noch. Die Leute, das Schlimmste, also in viele Gemeinden, es werden also komische Musiken gespielt, nur um die jungen Leute also in die Gemeinde zu kriegen. Man spielt also Hip-Hop, macht also Hip-Hop, die jungen Leute also tragen Hose da unten, die Mädels sind also fast nackt. Und ja, Hauptsache sind sie in der Gemeinde. Falsches Evangelium. Das Evangelium Jesu Christi bereitet die Menschen für das ewige Leben. Lieber Geschwister, wir brauchen eine richtige Bekehrung. Viele Leute sind nicht bekehrt. Viele sind heutzutage überhaupt nicht bekehrt. Die sind Mitglieder von irgendwelchen Versammlungen geworden. Die haben sogar also einen Pass, einen Ausweis. Ausweis von ihrer Gemeinde. Da steht drauf, also auf diesem Ausweis, ja, heute bin ich Mitglieder von dieser Gemeinde geworden. Aber bist du Mitglieder von der Gemeinde Jesu Christi geworden? Die Gemeinde Jesu Christi. Diese Gemeinde, Halleluja. Ich sage euch, liebe Geschwister, ich sage euch einfach, alle, die diese Videos anschauen, die Zeit ist gekommen, dass wir wahre Bekehrungen erleben. Wahre Bekehrungen erleben. Nicht dieses Evangelium, was man also immer am Sonntag hier predigt, wo die Leute das Geld, Reichtum, schön aussehen wollen und Häuser, bla 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 oder Visum für die, die verreisen wollen und so weiter. Und was passiert? Solange sie ihr Geld also zu ihrer Gemeinde geben, dann fühlen sie sich also irgendwie in Sicherheit. Die zahlen Zehnte. Und ich sage, die Zehnte darf man, das soll man nicht mehr zahlen. Aber die zahlen die Zehnte. Und glauben, dass sie so ihren Gott richtig befriedigen. Aber lieber Geschwister, sage ich euch, wir brauchen heute wahre Bekehrungen. In vielen Gemeinden, die Dämonen werden nicht mehr so ausgetrieben. Die Dämonen spielen genauso. Die sind da, spielen auch Hip-Hop. Die Mädels sind so grausam. Es gibt afrikanische Gemeinde, deutsche Gemeinde, chinesische Gemeinde und im selben Land. Ich kann mich erinnern, also einmal bin ich in eine deutsche Gemeinde, wo nur weiße Leute gab. Ich bin reingegangen. Ich wollte also mit meine Geschwister also Gemeinschaft haben.
Aber nein, haben sie sofort gesagt, wissen Sie was, es gibt also eine Gemeinde dort, wo die Afrikaner, wo Schwarzen sich treffen. Hallo, ich möchte gern Gemeinschaft mit euch haben. Ihr seid doch meine Geschwister, oder? Ja oder nein? Nein, es gibt eine afrikanische Gemeinde dort. Wir brauchen wahre Bekehrungen. Die Leute wissen nicht mehr so, was das ist. Gemeinschaft haben. Gemeinschaft, ist es nur mit Weißen oder mit Schwarzen oder nur Afrikaner oder Leute aus Europa? Lieber Geschwister, ich sage euch, im Himmel, in der Gemeinde Jesu Christi, in dieser Gemeinde wird eine Musik für alle gespielt. Es wird also eine Gemeinschaft für alle. Und nicht die Gemeinschaft nur für Schwarzen, nicht die Gemeinschaft nur für diese Leute oder für diese. Nein, in der Gemeinde Jesu Christi, alle sind dabei und alle freuen sich. Alle, die Liebe Christi ist da. Wenn ich also einen Bruder sehe, wenn ich also eine Schwester sehe, ob sie schwarz, weiß oder aus China oder aus Asien oder keine Ahnung kommt, es gibt etwas, was uns verbindet. Das nennt man der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Halleluja. Und Paulus sagt weiter hier in Vers 7, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christi umkehren. Das Evangelium Jesu Christi, wollen sie das also umkehren. Man predigt nicht mehr also die Wahrheit Jesu Christi. Das Evangelium Jesus Christus, geht es um Jesus. Dass du weißt, dass du also ein Sünder bist und dass du Jesus Christus brauchst. Wir brauchen Jesus Christus, weil wir Sünder sind. Und ohne Jesus sind wir voll verloren, total verloren. Und Jesus ist für uns gekommen. Man kann doch nicht also ein Evangelium predigen, man, komm zu Jesus, du wirst also eine Frau bekommen. Komm zu Jesus, du wirst also ein Haus bekommen. Nein, das ist nicht das Wichtigste. Natürlich gibt es also sowas. Natürlich kann uns also Gott diese ganze Sachen geben. Aber das Wichtigste ist, dass wir Buße tun, dass wir unsere Sünden bekennen. Halleluja! Ein Kind Gottes, jemand, der das Evangelium angenommen hat, bekommt der Heilige Geist. Er kriegt den Heiligen Geist in sich. Halleluja! Und wenn der Heilige Geist kommt, er ist heilig. Dieser Geist ist heilig. Er macht uns heilig. Er nimmt die Sünde, er zeigt uns die Sünde in unser Leben. Wie kannst du sagen, also, dass du ein Christ bist und lebt weiter in der Sünde? Wo ist der Heilige Geist? Wo ist also diese Sündenüberführung? Wo sind es? Der Heilige Geist ist heilig. Erstmal heilig. Die Bibel sagt, er ist der Geist der Wahrheit. Er gibt uns die Liebe der Wahrheit. Aber was höre ich also heute? Ich kriege also E-Mails von Leuten, die eingreifen, bla 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 bla. Oh nee, es gibt das und das und das und die bekennen sich also als Christ. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir werden die Wahrheit weitersagen. Diese Sendung heißt die Stunde der Wahrheit. Die Bibel sagt also, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit werden wir in ganz Deutschland predigen. Mit gutem Deutsch oder schlechtem Deutsch, wir werden die Wahrheit in ganz Deutschland weiter predigen. Halleluja! Egal, ob du das nimmst oder nicht, aber Kinder Gottes werden die Wahrheit erkennen. Die werden die Wahrheit erkennen, dass Jesus für sie gekommen ist. Halleluja! Und Paulus sagt also in Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen den Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das heißt, wenn jemand falsches Evangelium predigt, er sei verflucht, sagt die Bibel hier. Sogar wenn es also ein Engel ist, er ist verflucht. Er liegt unter
unter dem Fluch Gottes. Er muss so schnell wie möglich also Buße tun. Zurück zu Jesus, zurück zum Gott. Sonst ist er verloren. Und ich sage heute, komm zurück zu Jesus. Komm zurück zum Wort. Das ist, was wir predigen. Wo Jesus im Zentrum ist. Nicht eine Konfession, nicht eine Denomination, nicht irgendwelche Gemeinde oder sowas. Nein, Jesus allein. Weil Jesus, wenn Jesus zurückkommt, er wird seine Gemeinde holen. Seine Gemeinde, eine Gemeinde. Halleluja. Und Vers 9. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich euch, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. So steht das geschrieben. Wir müssen das Evangelium predigen, das, was Jesus gegeben hatte und was die Apostel auch weitergegeben haben. Die haben gepredigt, damit die Leute von der Sünde befreit werden, damit die Leute ewiges Leben bekommen. Nicht Mitglieder von irgendwelcher Gruppe, nicht Mitglieder von irgendwelcher Konfession, nicht Mitglieder, damit dass man also einen Ausweis bekommt, dass man Steuer zahlt oder so. Nein, das hat nicht damit zu tun. Es hat damit zu tun, dass man ein Kind Gottes wird. Halleluja. Und es steht weiter, Vers 10. Denn rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist für die Leute, die die E-Mail also schreiben. Das ist für die Leute, die komische Kommentare schreiben. Ich werde nicht predigen, um euch zu gefallen. Ich predige, damit Jesus Christus erhebt wird. Halleluja. Kommt zu Jesus. Wir predigen die Wahrheit aus der Bibel. Halleluja. Zurück zum Wort. Zurück zu Jesus. Es gibt keine zwei Evangelium oder nee, es gibt ein Evangelium, das Evangelium Jesu Christi, damit die Menschen gerettet werden. Wir wollen wahre Bekehrungen sehen in Deutschland, wahre Bekehrungen in den Nationen sehen, wahre Bekehrungen. Und deswegen werden wir nicht aufgeben, wir werden weiter das Wort predigen, weiter die Wahrheit predigen, weiter Jesus Christus predigen, Jesus Christus als Gott, weil er Gott ist. Halleluja! Jesus ist Gott, ich sage das. Jesus ist Gott, ob du das willst oder nicht. Die Bibel sagt das. Er ist Gott. Er ist der Sohn, er ist Gott, er ist alles. Er ist mein Vater, er ist mein alles. Jesus ist mein Leben. Halleluja. Ich danke euch, liebe Geschwister. Gott segne euch. Und wir sehen uns also nächstes Mal. Zurück zum Wort, zurück zu Jesus. Amen.